Herzlich willkommen zur Präsentation des Emmi-Club-Geschäftsmodells. Sie werden in den nächsten 30 Minuten erfahren, wie Sie sich mit Hilfe unserer erstklassigen patentierten Produkte und Ihrer Begeisterung ein regelmäßiges Einkommen erwirtschaften können, um sich vielleicht so in Zukunft kleinere oder größere Wünsche mit Freude erfüllen zu können. Zu Beginn aber möchte ich mich kurz bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Daniel Wondra, ich bin 38 Jahre alt und stolzer Vater einer kleinen Tochter. Seit Juli 2012 bin ich Partner des Unternehmens. Diese Zeitspanne, die ich mit viel Freude und Leidenschaft für unsere Produkte und das Unternehmen, aber auch mit einem unwahrscheinlich sympathischen Team verbringen durfte, haben es mir ermöglicht, die Karriereleiter Stück für Stück zu erklimmen, so dass ich mittlerweile in der Position Vierstar-Präsident angekommen bin. Aber ich will auch ehrlich zu Ihnen sein. Geplant war das zu Beginn meiner Entscheidung sicher nicht. Mein Ziel war es nämlich nur, in Anführungsstrichen, das Gehalt meiner Frau aufzufangen, weil sie sich nach der Geburt unserer Tochter in den Kopf gesetzt hat, bis zum dritten Lebensjahr zu Hause bleiben zu wollen. Das ist für den einen oder anderen schwierig, da nach einem Jahr das Elterngeld wegfällt. Was dann? Meine Frau sagte zu mir, da lass dir was einfallen. Da kam mir diese Chance im Grunde wie gerufen, denn ein größeres Warum als die Zukunft meiner Tochter konnte es für mich nicht geben. Das setzte, glaube ich, auch für mich den Auslöser. Vielleicht haben ja auch Sie eine ähnlich große Motivation wie ich. Als Fazit zu meiner eigenen Erfahrung kann ich Ihnen aber sagen, dass solche scheinbar schwierigen Situationen im Grunde auch so eine Art Herausforderung darstellen können und möglicherweise viel mehr Wachstumspotenzial in sich bergen, als man es zunächst erkennen kann oder auch als ich es vielleicht zunächst erkannt habe. Was mir aber dabei sehr entgegenkam, ist, dass das Emmi-Club-Geschäftsmodell für mich sofort umsetzbar war und zwar einfach. Diese Einfachheit, die hat mich auch sehr angespornt und natürlich sind es dann auch die kleinen ersten Erfolge, die mich überzeugt haben. Welches Konzept kann denn so einfach sein? Empfehlungsmarketing ist ein einfaches Konzept, um Produkte direkt vom Hersteller zum Verbraucher zu bringen. Geld, das üblicherweise bei konventionellen Vertriebsmethoden für Vertrieb und Marketing ausgegeben wird, wird stattdessen eben an diejenigen bezahlt, die andere zum Eigenkonsum an das Produkt heranführen. Im Grunde liegt das ganze Geheimnis nur darin, seine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen mit den Produkten begeistert mit anderen zu teilen. Das funktioniert am besten durch alle möglichen Arten von Kommunikation, also im Grunde darüber erzählen. Viele sind zu Beginn ganz erstaunt, wie viel Neugier das weckt, aber schauen wir uns den Unterschied zwischen Empfehlungsmarketing und dem klassischen Verkauf doch einmal genauer an. Wie verläuft denn der klassische Weg von Produkten vom Hersteller angefangen bis hin zum Kunden? Sicher ist eins, als Kunde zahlt man immer den auf dem Etikett ausgewiesenen Preis. Das sind 100%. Je nach Produkt erhält der Hersteller hiervon jedoch nur 20-40%, wenn überhaupt. Gehen wir aber diesmal von 40% aus. Wie man an der Darstellung sehr schön erkennen kann, fließt der allergrößte Teil in den Vertriebsweg. Das sind zum Beispiel Werbung, Marketing, Testimonials wie prominente Werbebotschafter, aber auch in den Großhandel. Nicht zuletzt möchte aber auch der Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt kaufen, etwas dran verdienen, da er auch Angestellte oder die Ladenmiete zu bezahlen hat. Und Letzteres muss er regelmäßig bezahlen, unabhängig davon, ob sein Umsatz richtig hoch ist oder niedrig. Da sind wie in unserem Beispiel 60% schnell aufgeteilt. Eine weitere Möglichkeit, Waren zum Verbraucher zu bewegen, ist der Direktverkauf. Hierbei kauft ein Berater Waren mit Rabatt beim Hersteller ein. In den meisten Fällen finanziert er die Waren vor und legt sie bei sich auf Lager, wie es so schön heißt. Er verdient damit, dass er sich Kunden sucht und diesen dann einmalig oder optimalerweise regelmäßig eben halt seine Produkte verkauft. Für diese Arbeit erhält er zwischen 40-50% Rabatt beim Hersteller. Das ist wie gesagt unterschiedlich. So deckt er aber seine Fixkosten und so entsteht auch sein Gewinn. Ganz entscheidend ist hier jedoch zu berücksichtigen, dass dieser Partner ein absoluter Produktfachmann sein muss, damit er seine Kunden auch optimal beraten kann. Er muss dazu alle Details seiner Produkte perfekt beherrschen, seinen gesamten Kundenstamm Monat für Monat aufs Neue dazu motivieren, bei ihm einzukaufen. Davon abgesehen muss er auch ständig neue Kunden finden. Im Klartext bedeutet das nur, dass seine Zeit limitiert ist und er täglich Zeit gegen Geld eintauscht. Im Grunde
ist er sowas wie ja, sein eigener Angestellter, so kann man es nennen. Was wäre aber, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die völlig anders funktioniert, einfacher ist und dabei noch wesentlich effizienter? Wäre das eine interessante Option? Empfehlungsmarketing zum Beispiel ist etwas völlig anderes. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, wir alle betreiben es bereits. Aber höchstwahrscheinlich werden Sie noch nicht dafür bezahlt. Wenn Sie in einem guten Restaurant gegessen haben, einen faszinierenden Film im Kino gesehen haben, sich in ein Auto verliebt haben, ein schönes Buch gelesen haben oder an einem traumhaften Ort in Urlaub gewesen sind, dann ist es doch für Sie das Normalste von der Welt, dass Sie Ihren Freunden und Bekannten davon erzählen. Und was am spannendsten an der ganzen Sache ist, ohne Hintergrundwissen und vor allen Dingen ohne zu üben. Wenn Sie von einem traumhaften Urlaub erzählen, dann wissen Sie ja nichts darüber, wie viele Touristen in welchem Monat im Schnitt dorthin fahren, wie viele Kubikmeter Sand am Strand liegen, von welchem Hersteller das Hotel sein Interieur bezogen hat oder welcher Bauunternehmer dafür verantwortlich war, es so schön zu errichten. Machen Sie sich darüber Gedanken oder sind Sie einfach nur von Ihrem Erlebnis begeistert? So entsteht eine Mund-zu-Mund-Empfehlung. Absolut glaubwürdig und noch dazu das Normalste auf der Welt. Schauen wir aber mal, wie das genau funktioniert. Genau wie Sie kauft Ihr Freund Anton das Produkt direkt beim Hersteller und gibt Ihre Kundennummer als Referenz an, damit der Hersteller auch erkennen kann, woher die Bestellung kommt. Wenn Anton von dem Produkt ebenso begeistert ist, wird er sicherlich mit anderen Menschen darüber sprechen. Nehmen wir beispielhaft an, Anton erzählt unter anderem auch seiner Freundin Brigitte davon. Und diese gibt dann ebenfalls direkt beim Unternehmen ihre Bestellung auf. Brigitte erzählt ihrem Kollegen Charlie davon und dieser berichtet es mit demselben Ergebnis Dora. Dora bestellt nun ebenfalls, wie ja auch sie, ihre Produkte beim Hersteller und gibt als Referenz ihre Kundennummer an. Beziehungsweise in dem Fall natürlich die Kundennummer von Charlie, weil Charlie sie ja mit dem Produkt bekannt gemacht hat. An Doras Bestellung kann man nun sehr anschaulich sehen, wie der Hersteller im Empfehlungsmarketing Provisionen ausschüttet. Die 40%, die in unserem Beispiel im Direktverkauf komplett an den einen Berater für seine Tätigkeit fließen, werden im Empfehlungsmarketing auf mehrere Personen verteilt. Dementsprechend würde es in unserem Beispiel wie folgt aussehen. Charlie, Brigitte und Anton erhalten jeweils 10% und Sie erhalten ebenfalls 10% von Doras Bestellung. Denn Sie haben diese Bestellung oder beziehungsweise diese Empfehlungskette ja auch ins Leben gerufen. Was wäre aber jetzt, wenn Ihr Ziel etwas größer wäre und ein Anton dafür nicht ausreicht? Hierfür möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie genau die Macht der Multiplikation funktioniert. Rechnen wir hierfür einmal mit 2, 3 und 5 Antons. Bei 2 Antons, die wiederum jeweils 2 Brigittes empfehlen, die je 2 Charlies empfehlen und die wiederum 2 Doras, haben wir jetzt nun insgesamt 30 Verbraucher. Aber was geschieht jetzt, wenn wir nur einen Anton mehr nehmen, also 3? Das Ganze genauso dupliziert wie bis zu den Doras würde wie folgt aussehen. Das sind jetzt genau 90 Verbraucher mehr, obwohl wir nur einen Anton mehr empfohlen haben. Nehmen wir jetzt aber einmal an, Ihr Ziel wäre noch etwas größer und Sie wollten ein neues Geschäft aufbauen. Arbeiten wir jetzt deshalb einfach mal mit 2 Personen mehr, also mit 2 Antons mehr, das heißt mit insgesamt 5 Antons. Bis zu den Doras multipliziert entstehen so ganze 780 Verbraucher. Ich glaube, so veranschaulicht sich die Macht der Duplikation am allerbesten. Werfen wir aber mal einen Blick auf den Umsatz, der aus einem solchen Empfehlungsmodell heraus entstehen kann. Hierfür habe ich ja mal ein theoretisches Modell erstellt, in dem jeder Verbraucher beispielhaft nur Waren im Wert von 100 Euro monatlich einkauft und verbraucht. Sie können es aber auch ganz beliebig hoch oder runter denken, also entsprechend verändern sich dann eben die Zahlen. Ganz entscheidend ist eines, niemand muss Ware verkaufen oder Geld kassieren. Bleiben wir bei unserem Beispiel mit 10%, dann generieren Sie bei 30 Kunden 3000 Euro Umsatzvolumen und verdienen 300 Euro. Bei einem Anton mehr, also 120 Kunden, sind es schon 12.000 Euro. Entsprechend lägt Ihr Verdienst dann bei 1.200 Euro. Bei 5 Antons beträgt der Gesamtumsatz, Sie sehen es hier,
78.000 Euro. Bei den 10% aus unserem Beispiel immerhin 7.800 Euro Verdienst. Aber wie gesagt, so viel zur Theorie. Dass ein solches Modell sehr neugierig macht, das können Sie möglicherweise spüren. Aber damit es wirklich umsetzbar ist, benötigt man Produkte, die überhaupt für einen solchen Vertriebsweg geeignet sind. Welche Produkteigenschaften wären denn optimal, damit sie sich für das Empfehlungsmarketing eignen? Naja, es muss Verbrauchsprodukte geben, die regelmäßig verbraucht werden. Die Produkte sollten einen echten Mehrwert bieten, hilfreich sein, also ein Problem lösen, also halt einen effektiven Nutzen stiften. Sie sollten für jedermann nutzbar sein, also beispielhaft für Mann, Frau, dick, dünn, jung, alt, arm, reich, also im Grunde kann man sagen, massenkompatibel sein. Es wäre auch wichtig, wenn sie in einem Wachstumsmarkt liegen, wie zum Beispiel Gesundheit, Wellness, Anti-Aging. Zur Massenkompatibilität gehört es aber ebenso, dass sie ein gutes und erschwingliches Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Sollte auch vielleicht ein Gebrauchsprodukt sein, also ein Produkt, das man gerne regelmäßig verwenden möchte. Im Fall von Emmi-Club kommt sogar noch sozusagen das i-Tüpfelchen dazu, nämlich dass ein absolutes Alleinstellungsmerkmal am Markt besitzt, einen Patentschutz bis 2032 genießt und durch renommierte Studien untermauert wird. Naja, soweit zu den Gegebenheiten. Jetzt möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick aber genau da rein geben, wie das Geschäftsmodell im Emmi-Club funktioniert. An unserem Beispiel von eben, in dem von meiner Empfehlung ausgehend der Anton, der Brigitte, die Brigitte dem Charlie, der Dora von dem Produkt berichtete, können wir uns noch erinnern. In der Theorie haben wir eben einmal mit 10% gerechnet. Jetzt kommen wir zur Praxis. Hierbei heißt aber jetzt der Hersteller eben Emmi-Club in unserem Fall und genauso wie eben auch haben wir hier eine Empfehlungskette ins Leben gerufen. Dadurch kauft jetzt die Dora direkt beim Emmi-Club ein. Als Initiatoren dieser Bestellung erhalten nun Charlie 8-18%, Brigitte 5-15%, Anton 3-13% und sie 2-12%. Diese Zahlen setzen sich aus unterschiedlichen Bonusarten zusammen, die ich Ihnen nun gern zeigen möchte. Im Emmi-Club gibt es drei verschiedene Bonuskategorien mit 7 Bonusarten. Um Ihnen einen einfachen Überblick zu ermöglichen, habe ich diese einmal schematisch für Sie dargestellt. Der Basisbonus beinhaltet die Handelsspanne, so gesehen den Mitarbeiterrabatt, die Margendifferenz sowie on top den Unilevel-Bonus. Der Teamaufbau-Bonus besteht aus dem sogenannten Infinity- und dem Leader-Aktiv-Bonus. Und der Erfolgsbonus sind zwei Arten von Umsatzbeteiligung am gesamten Firmenumsatz. Hier sehen Sie nun einige neue Begrifflichkeiten, die vielleicht auf den ersten Blick komplizierter aussehen, als sie tatsächlich sind und deren Funktion ich Ihnen aber jetzt im Folgenden gerne auch etwas genauer vorstellen möchte. Wie funktionieren die Bonusarten? Die Handelsspanne ist, wie eben bereits angedeutet, ein genereller Einkaufsrabatt von 20% für alle Geschäftspartner. Diese kommt immer dann zum Tragen, wenn man Produkte für den Eigenverbrauch bestellen möchte oder wenn ein Kunde Sie bittet, ihm doch lieber ein Produkt zu liefern. In diesem Falle bestellen Sie es rabattiert bei der Firma, liefern es aus und verdienen 20%. Das funktioniert auch, wenn der Kunde das Produkt online kauft und als Referenz, einfach wie eben in unserem Beispiel, Ihre Kundennummer angibt. Die Margendifferenz ist sozusagen dasselbe wie die Handelsspanne, bezeichnet aber in unserem Fall die Situation, dass ein von Ihnen empfohlener Kunde online bei Ihnen für über 280 Euro einkauft und als Dankeschön für seine, naja, Anführungsstrichen größere Bestellung, 10% Nachlass erhält. So freut sich Ihr Kunde mit Ihnen gemeinsam, da er einen attraktiven Nachlass erhält, naja, und Sie eben halt keine Mühe haben. In dieser Grafik erkennen Sie die Einfachheit der Funktionsweise des Unilevel-Bonus, über den wir eben sprachen, des Infinity-Bonus und des Leader-Aktiv-Bonus ganz bildlich am sogenannten Ebenenmodell. Dabei stellt der grüne Punkt an der Spitze Sie persönlich dar, sozusagen als Initiator der Empfehlungskette. Die Anzahl der Punkte darunter ist willkürlich gewählt, um es für Sie besser zu veranschaulichen. Doch wie Sie bestimmt erkennen können, sind es auch hier in unserem Beispiel nicht mehr als 2 Antons, denen Sie von unserem Produkt berichtet haben. Die Zahlen ganz links am Rand stellen die Anzahl der sogenannten Ebenen dar.
Ebenen entstehen dann, wenn die Antons, denen Sie selber vom Produkt berichtet haben, ihre Erlebnisse mit den Brigittes teilen und diese daraufhin ebenfalls bei der Firma einkaufen möchten. In diesem Fall wäre dann der Anton in ihrer ersten Ebene und die Brigitte in ihrer zweiten Ebene. Das können Sie im Geiste beliebig oft weiterdenken. So entstehen die Ebenen, die Sie hier mit den Ziffern 1 bis 10 am linken Bildrand gekennzeichnet sehen. Über den Pfeilen in der Mitte sehen Sie die Bezeichnungen wie Premium-Partner, Silber-Partner bis hin zum Honor-Partner. Das sind die ersten 8 von insgesamt 12 Positionen, die Sie im Emmy-Club durch begeistertes Empfehlen erreichen können. Die letzten 4 Positionen werden Sie ebenfalls noch kennenlernen, allerdings ein wenig später, da wir uns ja jetzt speziell mit der Funktionsweise der Bonusarten beschäftigen möchten. Als erstes sehen Sie den Unilevel-Bonus, das ist der Basisbonus, den jeder Partner grundsätzlich erhält. Ein neuer Partner, der sich für den Emmy-Club begeistert hat, beginnt meistens als Premium-Partner. Wenn also der Anton bei der Firma einkauft, partizipieren auch Sie mit 8% an diesem Einkauf. Bei der Brigitte sind es 5%, die die Firma an Sie als Initiator der Empfehlungskette zusätzlich ausschüttet. Die nächste Stufe nach dem Premium-Partner ist der Silber-Partner. Haben Sie diese Stufe erreicht, das schaffen Sie beispielsweise mit 2 Antons schon, dann partizipieren Sie mit 3% an den Einkäufen der Charlies in Ihrer dritten Ebene. Die Systematik führt sich dann eben bis Ebene 9 fort, also bis zum Honor-Partner. Die Handelsspanne erreichen Sie bei Ihren eigenen Einkäufen natürlich genauso weiter wie die Margendifferenz. Theoretisch ist dann sogar möglich, dass Sie in Ihrer ersten Ebene 18 oder sogar 28% bekommen. Der Infinity-Bonus ist ein Teamaufbau-Bonus, den Sie ab der Stufe Platinum-Partner erstmalig erhalten können. Dort beginnt er mit 1%. Ein Group-Partner erhält 2% und ein Honor-Partner beispielsweise 3%. Das führt sich weiter fort, bis 5% sogar, wie wir aber später sehen werden. Infinity ist Englisch, heißt nichts anderes als Unendlichkeit. Und genau das macht den Bonus auch zu, ja, was ganz Besonderem im Grunde, denn Sie erhalten ab der Stufe Platinum-Partner 1% bis hin zu 5% zusätzlich zu allen anderen Boni bis in die unendliche Tiefe. Ähnlich ist es beim Leader-Aktiv-Bonus auch. Diesen Bonus können Sie dann erstmalig ab der Stufe 1-Star-Präsident erhalten, zu der wir aber in Kürze kommen, also den Leader-Aktiv-Bonus. Den können Sie erstmalig ab der Stufe 1-Star-Präsident erhalten. Der Leader-Aktiv-Bonus richtet sich an all diejenigen, die mit dem Emmy-Club ihr eigenes Unternehmen aufbauen möchten. Und auf dem Weg dorthin erhalten Sie als Leader, wie der Bonus ja so schön sagt, einen weiteren zusätzlichen Bonus von 2-5% auf alle Ebenen, von der ersten bis zur letzten. Deswegen sehen Sie auch die beiden blauen Pfeiler am unteren Rand. Die Boni enden also nicht etwa bei Ebene 10, sondern führen sich bis in die Ebene fort, die sich bei Ihnen eben auch bildet. Kommen wir nun zu den Erfolgsboni. Die beiden Erfolgsboni sind nach unserem CEO und dem Emmy-Gründer Dr. Bülent Emekci benannt. Emekci Bonus Rentenprogramm und Emekci Bonus Aktiv Weltpool. In den beiden Fällen erhalten Sie zwischen 1 und 2,5% Anteile am gesamten Emmy-Club Weltumsatz. Das sind jeweils 2 Bonuspools, auf die alle Partner zugreifen dürfen, die die Qualifikationsvoraussetzungen hierfür erworben haben. Wenn man beispielsweise einmalig einem Anton dabei hilft, die Stufe Honor-Partner zu erreichen, dann ist man bereits mit 1% zugriffsberechtigt für das Emekci-Bonus-Rentenprogramm. Bei 2 Antons sind es dann 1,5%, bei 3 Antons 2%, bei 4 2,25% und bei 5 Antons 2,5%. Wie gesagt, einmalig erreicht, für immer Anspruch. Wenn diese Antons dann jeweils ihre Honor-Partner-Position bestätigen, also aktiv mit ihrem Team arbeiten, dann verdoppeln sich diese Anteile bis hin zu 5%. Das heißt dann Emekci-Bonus Aktiv-Weltpool. Das ist tatsächlich so eine Art Rentenprogramm für all diejenigen gedacht, die im Laufe ihres Schaffens wirklich einen maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung des Emmy-Clubs haben und natürlich auch ein besonderer Ansporn sozusagen, an diesem gemeinsamen Ganzen zu partizipieren. Jetzt, wo wir einen Überblick bekommen haben, wie die 7 Bonusarten im Emmy-Club funktionieren, möchte ich Ihnen gerne die insgesamt
12 Positionen vorstellen, die Sie im Emmy-Club erreichen können. Eine Position ist so etwas wie eine Jobbezeichnung in einem klassischen Unternehmen. Ein Trainee wird zum Juniorberater, der wird zum Seniorberater, danach zum Teamleiter, zum Abteilungsleiter, zum Betriebsleiter und schlussendlich zum Mitglied der Geschäftsführung, wenn er Glück hat. Im Empfehlungsmarketing bestimmen Sie selber, wann Sie welche Position erreichen möchten. Entscheidend ist, dass Sie garantiert jede Position erreichen können. Nur ob und wann, das wird auch so ein bisschen durch Ihre eigene Zielsetzung bestimmt, denn es gibt ja auch Menschen, die vielleicht gar nicht Abteilungsleiter werden möchten. Aber wie alles, was in unserem Leben begonnen hat, beginnt auch unsere Karriere im Emmy-Club immer mit dem ersten Schritt. Wenn Sie sich also davon überzeugen konnten, dass es sich lohnt und auch sinnvoll wäre, die Produkte im Ganzen oder auch nur Ihr persönliches Lieblingsprodukt weiter zu empfehlen, dann beginnen Sie in einer unserer sogenannten Starterstufen. Häufig ist das die Stufe Premium Partner, die zugleich auch eine Benchmark-Stufe ist. Benchmark-Stufen gibt es 3 Stück im Emmy Club. Das bedeutet, dass man diese Stufe mit all ihren Vorteilen immer behält, wenn man sie einmal erreicht hat. Beim Premium-Partner heißt das, Sie behalten 20% Handelsspanne, also den Einkaufsrabatt auf alle Einkäufe, die Sie tätigen, und zusätzlich jeweils 8% auf Ihre erste Ebene sowie 5% auf Ihre zweite Ebene. Premium-Partner werden Sie bereits mit einem Einkaufsvolumen von 500 Coupé, das sind Qualifikationspunkte, im Verlaufe eines Kalendermonats. Ein Coupé entspricht so ca. 70 Cent und dient im Grunde als internationale Maßeinheit für das Umsatzvolumen der Teams, da der Emmy Club ja bereits in 32 Ländern aktiv ist. Dabei hat man die Wahl. Entweder man empfiehlt im Verlaufe eines Monats 1 oder 2 weitere Kunden an das Unternehmen oder man erwirbt direkt zu Beginn eines von zahlreichen Produktpaketen, die von der Firma gefördert werden, und erhält die Stufe sofort. Um an der Ausschüttung von Provisionen teilzunehmen, ist es erforderlich, dass Sie der Firma signalisieren, dass Sie aktiv am Empfehlungsleben teilhaben möchten. Das tun Sie bereits, wenn einer Ihrer Kunden oder Sie selber monatlich Produkte im Wert von ca. 33 Euro, also 40 Coupé, beim Unternehmen bestellen, um sie entweder selbst zu nutzen oder sie zu verkaufen. Deshalb eben auch die 40 Coupé unter den jeweiligen Stufen. Die nächste Stufe ist der Silberpartner. Erforderlich zum Erreichen dieser Stufe sind 1000 Coupé im Team oder alleine. Sie werden danach auf 3 Ebenen mit 8, 5 und 3% vergütet. Für den Goldpartner sind 2500 Coupé erforderlich. Sie greifen ab sofort auch mit 2% zusätzlich auf die Ebene 4 zu. Der Elitepartner ist die letzte Position im Emmy Club Starterblock mit einem Gesamtvolumen von 6000 Coupé. Ab hier werden Sie bereits in 5 Ebenen Tiefe vergütet. Von Ebene 5 bis Ebene 9 kommt dann jeweils immer ein weiteres Prozent des sogenannten Uni-Level-Bonus dazu. Der zweite wichtige Block im Emmy-Club-Vergütungsplan ist der Manager-Block. In einem klassischen Unternehmen können Sie das mit einer mittleren Führungsebene vergleichen. Hier angekommen haben Sie bereits ein kleines Team von Menschen dafür begeistert und können die Emmy-Club-Produkte gerne zu nutzen und weiter zu empfehlen. Den Diamantpartner erreichen Sie mit 10.000 Coupé Umsatzvolumen im gesamten Team. Er ist die erste Position in diesem Manager-Block und wie Sie sehen ebenfalls wieder eine Benchmark-Stufe, die Sie ab sofort behalten dürfen. Ab der Diamantposition werden Sie mit einem weiteren Prozent in Ebene 6 vergütet. Von hier an ist es im Grunde schon fast ein Automatismus, ein Produkt pro Monat weiter zu empfehlen bzw. einen kleinen Kundenstamm zu haben, mit dem Sie 200 Coupé Umsatzvolumen, also ca. 127 Euro, erreichen können. Wie Sie also merken, müssen Sie theoretisch nicht einmal selber einkaufen, um aktiver Partner zu sein. Ein weiteres Produkt in Ebene 7 gibt es ab der Stufe Platinum Partner. Sie erreichen diese Stufe mit einem Teamvolumen von 25.000 Coupé. Ab dieser Position erhalten Sie erstmalig ein weiteres Prozent dazu, von Ebene 1 angefangen bis in Ihre unendliche Tiefe, also den sogenannten Infinity-Bonus. Ab der Stufe Group-Partner, die Sie mit 50.000 Coupé-Volumen erreichen, kommt wieder ein Prozent auf Ebene 8 sowie ein weiteres Prozent Unendlichkeits-, also Infinity-Bonus hinzu. Als Honor-Partner, den Sie mit 80.000 Coupé-Teamumsatz erreichen können, erhalten Sie nun
mit ebenfalls einem weiteren Prozent zusätzlich nicht nur den kompletten Uni-Level-Bonus in neun Ebenen plus 3% Infinity-Bonus. Der Honor-Partner ist zugleich die dritte und damit auch die letzte Benchmark-Stufe im Emmy-Club-Vergütungsplan. Auch diese behalten Sie nach Erreichen ein Leben lang. Um Honor-Partner werden zu können, benötigen Sie jedoch mindestens 3 Antons, also direkte Partner in Ebene 1. Zugleich ist der Honor-Partner auch die Eintrittskarte in den letzten der 3 Blöcke, nämlich den Leader-Block. In diesem Block angekommen, haben Sie bereits Ihr eigenes erfolgreiches Unternehmen mit dem Emmy Club aufgebaut und ein Team, das zwischen 125.000 und 1.000.000 Coupé Umsatzvolumen produziert. Dementsprechend können Sie ab der Position 1. Präsident erstmalig auch den Leader-Aktivbonus erhalten. Genauso wie der Infinity-Bonus steigert sich dieser dann vom 1. Präsident bis zum 4. Präsident auf insgesamt 5%. Und zwar von Ebene 1, also den Antons, bis über ja, theoretisch Ebene 26, das wären in unserem Fall die Zeppelins hinaus, also auch alles, was darüber hinausgeht. Benchmark-Stufen gibt es allerdings dann in diesem Leader-Segment keine mehr. Ja, jetzt haben Sie einen Überblick erhalten, wo Sie hinsteuern könnten. Das sollte ja meiner Ansicht jedoch nicht im Blindflug oder vielleicht sogar perspektivlos geschehen, sondern steuern Sie persönlich Ihre eigene Karriere ganz individuell. Stellen Sie sich bereits zu Beginn Ihrer Überlegung die Frage, wo bin ich und wo möchte ich hin? Das ist sehr wichtig, denn die Antwort auf diese Fragen wird insbesondere dadurch bestimmt, wie viel Zeit Sie in Ihr Empfehlungsgeschäft investieren möchten und wie groß Ihr Warum ist, genau das zu tun. Da jeder unterschiedliche Ressourcen mitbringt und unterschiedliche Ziele hat, geht jeder natürlich auch mit einer anderen Geschwindigkeit auf seinem Weg. Und ja, deshalb bietet der Emmy Club hier für jeden eben auch einen idealen Einstieg. Welche Produkte Sie dafür verwenden möchten, das wählen Sie selbst. Und ob Sie mit einem einzigen Produkt oder mit 10 oder mit 100 Produkten beginnen, das spielt im Grunde für niemanden eine Rolle. Wichtig ist, dass Sie von Ihrem einen Produkt überzeugt und begeistert sind und es für Sie auch ja, wirklich einen Unterschied gemacht hat. Hier also noch einmal alle Highlights auf einen Blick. Wir haben 20% Endkundenprovision, beziehungsweise, ja, ich habe es mal mit so einem Mitarbeiterrabatt verglichen. Sie wissen, was ich meine. Es werden monatlich effektiv 57% auf den Nettoverkaufspreis an Provisionen ausgezahlt. Sie greifen vom ersten Tag an als Premium-Partner sofort mit 8% und 5% auf 2 Ebenen zu. Es gibt 3 Benchmark-Stufen, von denen Sie nicht mehr runterfallen können, also die Sie immer behalten können. Das sind der Premium-Partner, der Diamant-Partner und der Honor-Partner, die Sie, ja, wie ich schon sagte, immer behalten, wenn Sie einmal erreicht haben. Wir haben eine Auszahlung auf 9 Ebenen plus Infinity-Bonus plus Leader-Aktiv-Bonus in die Unendlichkeit plus eben den sogenannten Rentenbonus und den MXG-Aktiv-Bonus. Sind keine zusätzlichen Qualifikationen erforderlich, also jeder darf bei uns Produkte empfehlen. Und es gibt 2 Emmy-Time-Monate. 2 Emmy-Time-Monate, das heißt, wenn Sie 2 Monate im Jahr ein Volumen nicht erreichen, dann behalten Sie dennoch Ihre Position und damit eben halt auch Ihre Vergütungsmöglichkeiten. Die Emmy-Club-Kompression gibt es, das heißt, wenn sich ein Partner beispielsweise entschließt, einen Monat nicht aktiv zu sein, was es ja gibt, urlaubsbedingt, wollen es nicht hoffen, aber krankheitsbedingt, dann rutschen alle Teams im selben Monat eine Ebene näher zu Ihnen. Das ist eine Art automatisierte Provisionsoptimierung. Allerdings, sobald dieser Partner wieder aktiv wird, ja, das heißt 40 Coupé oder respektive 200 Coupé erreicht, dann ist er sozusagen wieder dazwischen geschaltet. Das heißt also, das, was sich ein Partner einmal aufgebaut hat, das kann er nicht verlieren, indem ihn möglicherweise ein anderer überholt. Das ist, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, ein ganz wichtiger Pluspunkt im Emmy Club. Ja, und zum Schluss eben die Emmy Club Rente, von der Sie ein Leben lang
partizipieren können. Wenn es Ihnen genauso geht wie mir und Sie denken, das könnte mein Geschäftsmodell sein, dann sprechen Sie bitte mit demjenigen, der Ihnen dieses Video zugesendet hat, und dann werden Sie auch erfahren, wie Sie Ihr erstes Produkt erhalten können und sich dabei kostenlos registrieren. Lernen Sie das Online-Backoffice und Ihren persönlichen Webshop kennen, dann erhalten Sie von uns ja auch eine personalisierte Webseite inklusive Shop gratis. Ihnen stehen alle erdenklichen Informationen und Studien im persönlichen Download-Bereich zur Verfügung in diesem Backoffice. Und Sie erhalten von uns Zugang zu professionellen Hilfsmitteln wie Webinaren, Seminaren, Videos, Apps oder Trainingsangeboten. Ja, Sie sehen, Ihr Geschäft wäre sozusagen schlüsselfertig. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Eröffnung und vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, Ihnen hat meine Präsentation unseres Emmi-Club-Geschäftsmodells gefallen. Und wenn Sie Fragen haben, dann nutzen Sie gerne Chat hier im Webinar oder schicken mir eine E-Mail an office@danielwondra.de. Ihnen eine gute Zeit und hoffentlich bis demnächst.